Der Countdown läuft. Weihnachten steht vor der Tür. Warum ich das weiß? Im Supermarkt gibt es die ersten Schoko-Osterhasen und ich habe gerade im Radio ein Lied gehört. Last Christmas. Last Christmas ist das meistgeliebte und gleichzeitig das meistgehasste Weihnachtslied, das es gibt. Wieso hat das Lied so einen starken Effekt auf Menschen? Ich will der Sache auf den Grund gehen und selbst eine Woche lang ununterbrochen Last Christmas hören. Willkommen zum Neubert-Experiment. Thies? Ja? Du, als dein Christmas Facility Managing Producing Assistant, muss ich dir sagen, dass wir hier nicht einfach Last Christmas in Dauerschleife abspielen können. Ich meine, weißt du, was das an Lizenzgebühren kostet? Ja, aber ich höre doch auf Kopfhörer. Das kriegt doch keiner mit. Ja, aber man sollte schon mitbekommen, was du da hörst. Ich meine, sonst kriegt man noch als Zuschauer gar kein Feeling dafür. Dann können wir es auch gleich lassen. Warte mal. Wen rufst du jetzt an? Ja, moin Dieter, grüß dich, Thies hier. Sag mal, kannst du uns sowas ähnliches wie Last Christmas produzieren? Mal lauter. Last Christmas? Ja, das ginge. Es sind ja nur 4 Akkorde, du. Ja, es muss aber nur so ähnlich klingen, damit uns keiner verklagen kann, ja? Denk einfach an eure Hits, die habt ihr auch immer so nur leicht abgewandelt. Ja, stimmt schon, Thies. Aber sag mal, wollt ihr wieder GEMA-Gebühren sparen oder was? Nee, ist nur für so ein Experiment. Also kriegst du hin, okay? Okay, Thies, mach ich fertig. Dauert eine halbe Stunde. Ja, tschüss, danke, Dieter. Problem gelöst. Liebe Zuschauer, Sie haben es ja mitbekommen. Aus rechtlichen und finanziellen Gründen höre nur ich das Original Last Christmas über Kopfhörer. Sie hören in der Zeit eine ähnliche Variante, die aber mindestens genauso weihnachtlich sein dürfte. So, ich bin bereit für das Neubert-Experiment. 7 Tage, 24 Stunden, Last Christmas. Last holiday season, I gave you a present, but after
Tobi. Welchen Tag haben wir heute? Ist Weihnachten schon vorbei? Ja, Mensch, Thies. Das Experiment ging jetzt nur ein paar Minuten. Ja, aber was ist denn passiert? Du hast irgendwie halluziniert, dann hast du dich so komisch gefreut. Es war ganz fürchterlich. Liebe Zuschauer, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe versagt. Aber ich bitte alle Menschen eindringlich davor, jemals sowas selbst auszuprobieren. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im Januar wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal fröhliche Weihnachten. Tschüss. Tobi, ich habe immer noch diesen Ohrwurm da drin. Kannst du irgendwie Radio anmachen? Ich brauche ein anderes Lied. Wochen der Weihnachtshit schlechthin. Viel Vergnügen.